Ja, guten Abend hier im Filmmuseum Frankfurt, im Deutschen Filmmuseum Frankfurt. Mein Name ist Christian Petzold, das ist die Carte Blanche. Also ich durfte 10 Filme aussuchen, einer von diesen 10 Filmen. Und ich hatte mir als Oberthema Liebe genommen. Habe ich mich für Liebe entschieden, weil, nicht weil, sondern weil doch was schön ist. Und der Film, den wir jetzt gleich sehen werden, und den Sie gleich sehen werden, ich bin ja jetzt hier in Berlin in meinem Arbeitszimmer. Dieser Film ist der Film Les Voleurs. Ich kann da kein Französisch, weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, von André Téchiné. Und das ist einer dieser französischen Polizeifilme, die so viel wissen über Polizei und Kriminalität, wie wir das vielleicht vor dem Zweiten Weltkrieg durch Fritz Lang erfahren haben und aber vergessen haben oder nicht mehr weiterverfolgt haben, diese Spur. In den französischen Filmen und auch in den amerikanischen Kriminal- und Gangster- und Polizeifilmen ist es oft so, dass die Polizei wie so ein Labor ist, in dem die Polizisten gezüchtet werden und die Gangster aus Familien stammen. Ja, also das System der Gangster ist familiär, so Sopranos. Und das FBI oder die französische Polizei, hat man das Gefühl, die kommen irgendwo in einem Labor bei Grenoble, werden die irgendwie gezeugt. In diesem Film geht es um eine Familie, eine Gangsterfamilie, aus der einer ausgetreten ist, um in dieses Labor Polizei zu gehen und die eigene Familie zu bekämpfen. Man denkt, die ganze Zeit dieser Film geht um dieses Thema, aber darunter verbirgt sich eine der zärtlichsten und traurigsten und zerbrechlichsten Liebesgeschichten, nämlich die zwischen Don Daniel Auteuil und Catherine Deneuve, einer Philosophiedozentin und eben dem gefallenen Sohn, der jetzt Polizist geworden ist. Und deren Abendessen und deren Schluss-Voice-Over ist eine der zärtlichsten, die in diesem brutalen, schon brutalen Kriminalfilm oder Polizei und Film, den sich hinter diesem Polizeifilm verbirgt, wie sich oft die Liebe ja verbergen muss, um zu bestehen. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß mit diesem Film und wie gesagt, ich wäre mal wieder gerne dabei und langsam sind mir meine Ansagen, machen mich selber ein bisschen traurig, weil ich nicht dabei sein kann. So viel, das war wohl in der Corona-Zeit Standard, aber mir geht das ein bisschen auf die Nerven. Also viel, viel Freude bei dem Film. Dankeschön.